Hallo Freunde und herzlich willkommen zur Jackie Chan Woche hier bei Levis K1210. Heute ist Mittwoch, Tag 3 dieser speziellen Woche, wo ich euch jeden Tag um die gleiche Zeit Jackie Chan Filme unboxe und präsentiere. Heute habe ich gleich 3 auf einen Schlag, und zwar Meister aller Klassen Teil 1 bis 3. Auf dem Cover sehen wir hier eine Silhouette. Ob das jetzt Jackie Chan ist, weiß ich nicht. In den Filmen hat er lange Haare. Hier ist es halt jemand anders, denke ich mal. Aber ja, sieht eigentlich ganz cool aus. Beinhaltet 3 Blu-ray-Filme in der Uncut-Version mit umfangreichem Bonusmaterial. So, dann schauen wir uns mal die Rückseite an. Was man dazu noch erwähnen muss, Freunde, die 3 Filme nennen sich in Deutschland zwar Meister aller Klassen. Anscheinend ist das eine Trilogie, aber die haben nichts miteinander zu tun, außer dass Jackie Chan mitspielt, außer dass halt zur gleichen Zeitepoche im klassischen China spielt, wie ihr seht. Aber eigentlich haben die 3 Filme so gut wie ja fast gar nichts miteinander zu tun. Der erste Teil, Meister aller Klassen, ist auch der jüngste Teil. Dann kommt Teil 2 und Teil 3 ist der älteste Teil dieser Filme. Ja. Das Allround-Talent Jackie Chan spielt in Meister aller Klassen nicht nur die Hauptrolle, er schrieb auch das Drehbuch und führte Regie. Und dabei hat der Meister in diesem Martial Arts Feuerwerk an nichts gespart. Erstklassige Kampfchoreografien treffen auf eine rasante, actiongeladene Story. Ja, klingt schon mal sehr gut. Hier sehen wir, wie er trainiert. Andere nehmen Gewichte. Jackie nimmt gleich 2 Typen an den Stock und hebt sie hoch. Und hier sehen wir verschiedene Kampfkünste des Meisters, Freunde. Ich glaube, hier kämpft er sogar in Damenkleidern. Muss ganz witzig sein. Und die Endcredits, da singt Jackie Chan zum ersten Mal. Und da bin ich mal gespannt auf den Song. Inklusive deutscher Filmfassung, der ca. 92 Minuten dauert. Ja. Meister aller Klassen 2 ist ein schlaggewaltiger Actionfilm, der gekonnt unglaubliche Fights und jede Menge Action mit einer gehörigen Portion Jackie Chan Humor kombiniert. Der Meister Jackie Chan ist zurück und diesmal bekommt er Hilfe aus dem Jenseits. Ja. Das sind dann die Bilder aus dem zweiten Teil. So. Noch ein ziemlich junger, agiler Jackie Chan. Dementsprechend sind seine Moves, denke ich mal, richtig genial und perfekt. Und dann kommen wir zum Meister aller Klassen 3, Jackie Chan in einer seiner ersten Hauptrollen. Angelehnt an den Bruce Lee-Klassiker Fist of Fury ist Meister aller Klassen 3 ein Martial Arts-Spektakel der Extraklasse, das Jackie Chan völlig neu definierte und ihm den Weg zu einem der größten Actionstars aller Zeiten ebnete. Hier haben wir die inklusive deutsche Kinofassung, ca. 93 Minuten, und internationale Fassung, die dann eine andere Länge hat. Ja. Bonusmaterial haben wir Audiokommentar von Bay Logan, kennen wir ja mittlerweile schon. Outtakes, Original-Trailer-Interview mit Jackie Chan, Workshop mit Regisseur Jackie Chan. Ja, klasse. Hier sehen wir noch die Bilder aus Teil 3. Bild und Quatsch. Sprachen sind Deutsch, Kantonesisch und Mandarin. Gleich dreisprachig. Tonformat ist DTS HD 5.1 und 2.0. Untertitel haben wir Deutsch. Bildformat ist 1080 HD und 16:9. Laufzeit 327 Minuten plus weitere Fassungen, die dann so lang sind, Freunde. Jo. Dann packen wir das gute Stück mal aus hier. Es ist auch mal schön, Jackies frühere Filme zu sehen. Er hat ja in so vielen Filmen gespielt. Und da dürfen eigentlich diese Filme nicht fehlen, weil es einfach
auch Meisterwerke sind, Freunde. Ja, das kennen wir schon. Und hier sehen wir die drei Discs. Sehen dann so aus. Meister aller Klassen, Teil 2. Und in Rot da hinten ist auch der dritte Teil. Also ganz hart ein Wendecover. Schön wäre es, wenn zum Beispiel ein alternatives Wendecover. Das wäre doch mal was Schönes, so mit diesen Original-Kinoplakaten. So dieser Comic-Look vielleicht. Ja, das wäre mal eine gute Idee gewesen, anstatt hier so ein, ja, so ein tristes eine Silhouette drauf zu klatschen. Aber, Freunde, ich freue mich auf diese drei Filme. Die gehören einfach in jede Jackie Chan-Sammlung. Ob die Bildqualität gut ist, weiß ich nicht. Werde ich dann sehen, Freunde. Aber ich habe da meine Befürchtung, weil das ja ziemlich alte Filme sind und ja, ob das Bild rauscht oder Bildkörner gibt. Naja, gut. Zur Not könnt ihr euch lieber die DVD-Version besorgen. Die hat bestimmt bessere Bildqualität als die Blu-ray. Aber hier steht zumindest 1080 HD, also nicht P oder so, aber 1080 HD. Das macht ja schon mal Hoffnung. Ja, das war das Unboxing zu Meister aller Klassen 1 bis 3. Seid gespannt, was es morgen für einen Film für euch gibt. Zum Unboxen werde ich euch präsentieren von Jackie Chan. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich sage bis demnächst. Bye, bye.